Hallo und herzlich willkommen zurück zum Grillbild-Party. Was? Ivorix? Verstehe dich etwas schlecht? Meinst du mich jetzt oder? Verstehe dich etwas schlecht? Okay. Nee, dieses, wie gesagt, also, ist ja auch egal. So, ich frage mich, wir haben ja nichts im Inventar, ne? Genau. Wo waren wir denn stehen geblieben? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Ach ja, ich benötige ja diese Schuppe, ne? Was haben wir? Wir haben hier eine Schleife, die können wir... Mein Dualshock-Controller ist fast leer, da kann man mal sehen, wie lange ich... was kann ich da tun? Die gespaltene Zunge fehlt. Hui, da fliegt einfach mal der Flattermann, das Schwänzchen von der Schlange, einfach mal in die Flasche. Alter Schwede, so, was kann ich hier machen? Igitt, die tote Maus ist mit Spinnweben und Staub bedeckt. Eine wahre Leckerei für eine Schlange. Kann ich da jetzt... die Puppe ist noch nicht fertig. Ja, was kann ich denn mit der Puppe? Kann ich hier noch was machen? Ich klicke überall hin, in der Hoffnung, dass irgendwas passiert. Ich bin mir nicht ganz sicher. Hier die Schlange geht nicht. Was, bist du sicher? Minispiel überspringen? Nein, ich will das nicht überspringen. Hallo? Hallo, wir sind Minispiel-Profi. So, wir brauchen... Um die Tinktur der Regeneration herzustellen, benötigt man... Ach so. Hallo, okay, wir brauchen noch eine Drachenschuppe. Ich frage mich aber, woher wir die kriegen. Der Puppe fehlt ein Kleid, ein Zopf, ein Auge und eine Nadel. Nadel haben wir schon gefunden, aber wo kriege ich denn Auge her und Zopf? Das hier, ich muss die Haare erst mit einer Schleife verbinden. Ach, warte. Hey, das funktioniert. Jetzt die Nadel? Ja. Oh mein Gott. Ja, danke Zeus. Das hat geklappt, super. Jetzt was... Ich glaube, damit kann ich das nicht. Das kann ich nicht benutzen. Ja, Little Trunks. Ich glaube, ich weiß, wofür wir das brauchen. Ich kann mich dran entsinnen. Wir müssen nämlich zur Gruft jetzt, glaube ich. Kann das sein? Und zwar können wir jetzt hier, glaube ich, das drauf träufeln, ne? Ja. Oh mein Gott. Boah, diese Animation. Was ist denn? Was habe ich denn da? Symbol der Gräfin. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht wohin. Symbol der Gräfin. Wo soll denn bitte... Kann ich das hier irgendwo nutzen vielleicht? Ich muss ein Schlüssel... Es muss doch ein Schlüsselloch geben. Ja, vielleicht hier mit dem... Nein, das funktioniert nicht. Triforce aus Zelda. Was? Warte mal, können wir da noch an der Seite? Man muss ja immer bei dem Wimmelbild hier komplett... All die Schädel sehen praktisch gleich aus. Ja, das kann gut möglich sein. Vielleicht wurden die angefertigt extra fürs Spiel, ich weiß es ja nicht. So, hier fehlt uns eine Urne, ne? Da kann ich ja genau... Das kommt wahrscheinlich später, so in die Spiele, ich bin sehr gespannt. Wo haben wir denn... Ich frage mich, wo wir jetzt... dieses Dreieck einsetzen. Hier müssen wir auf jeden Fall die Bodenplatte noch anheben. Das funktioniert so nicht. Ist hier vielleicht noch ein Minispiel oder ein Wimmelbildspiel? Da haben wir schon was gefunden gehabt. Hier oben vielleicht noch ein Wimmelbild? Nein, das funktioniert nicht. Das funktioniert auch nicht. Wofür könnte denn dieses Symbol der Gräfin sein? Hier ist auch nichts mehr. Hier haben wir auch schon alles abgegrast. She's missing. Someone has taken my daughter. Sie ist weg. Jemand hat meine Tochter entführt. Als ob sie nicht wüsste, wer es war. Ist klar.
Hi. Benji bist. Ich grüße dich. Piratenkette. Ah, interessant. Oh mein Gott, wir kriegen eine Münze. Nein. Wir kriegen einen Totenkopfschlüssel. Und wir kriegen eine Nachricht. Oh Gott, das kann man ja kaum lesen. Pakt mit dem Teufel. Hiermit möchte ich Davy Jones Henry Remington im Austausch für seine Seele unbesiegbar... Was? Für seine Seele unbesiegbar wahrscheinlich machen. Remington bleibt, solange er meine magische Halskette trägt, unsterblich. Sollte Remington jemals sterben, wird er durch das Umlegen der Halskette wieder zum Leben erweckt. 12 verzauberte Münzen schützen das Pfand für die Gewährleistung des Pakts. Das Pfand wird in einer Truhe verwahrt, die durch meinen teuren Wächter beschützt werden soll. Das ist der eine Typ, der die Truhe da bewacht? Wird das Pfand entfernt, wird Henry Remington wieder zu einem gewöhnlichen Menschen, denn sein Tod der Vergangenheit einholt werden. Davy Jones, Henry Remington. Das ist also das Geheimnis des Piraten. Er ist mit dem Tausch der besonderen Kräfte ein Pakt mit dem Teufel der Meere eingegangen. Ja, es klingt spannend. So, HiRTB, ich grüße dich. Willkommen zu Let's Play Live Show. Komm, können wir hier noch was tun? Ja, Wimmelbild, jawohl. Eidechse, Puppe, Ei, Spiegel, Glocke, Nadelkissen, Fischgräte, Knoblauch, Walnüsse, geschälte Äpfel. Alter, 10 Zuschauer, seid ihr mal in vielen Dank. Wo ist denn der da ist der Spiegel, oder? Ja, da ist der Spiegel. So, interagieren. Das war die Eidechse. Ich hab schon gedacht, was ist das? Nadelkissen? Wo finden wir denn ein Nadelkissen? Ihr könnt ruhig fleißig mitraten, ne? Also ihr seid herzlich eingeladen, da mitzumachen. Lustkrebs? Fischgräte? Puppe? Ei? Ist das... Ne, das ist ein Apfel, das ist kein Ei. Beutel ist hier. Wohl sollen Walnüsse sein. Die Frage ist, wie sehen denn Walnüsse wieder im Spiel? Da ist ein Ei. Jawohl, da ist die Glocke. Nein. Von den 2 Glocken müssen wir... Da ist keine Glocke. Okay. Puppe. Hier ist das... Das ist die Puppe. Ah, das ist die Puppe. Okay. Nadelkissen. Hallo, guten Tag Sascha und herzlich willkommen zur Let's Play Live Show. Was? Hallo Kevin, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Flusskrebs, Glocke, Knoblauch, Walnüsse. Das ist kein Flusskrebs, das ist doch... Ich kann den Apfel nicht mit bloßen Händen schälen. Ernsthaft? Das heißt, wir brauchen erst irgendwie so ein Messer oder so. Geschälter Apfel. Toll. Wo ist denn das Nadelkissen? Wo ist denn bitte das Nadelkissen? Alter, ich sehe überhaupt nichts. Das ist alles so bunt und durcheinander und tralala und die Fischgräten. Wo ist denn hier? Was soll denn hier mit den Fischgräten sein? Da ist das Nadelkissen. Hat sich da drunter versteckt. Flusskrebs, Walnüsse. Vor allem die Mehrzahl wieder. Das waren die Knoblauchzehen. Fischgräte. Weißt du, Fischgräte denke ich immer so an... Kennst du noch von früher Fischbone? Die Klamottenmarke? So sehe ich das gerade, die Fischgräte. Gräte rechts oben in der Ecke. Ach da... Nein, das ist keine Gräte, wenn du das meinst. Nein, das ist es nicht. Aber eine gute Idee. Habe ich gar nicht gesehen. Ist es anscheinend hier nicht. So,
Hier vielleicht? Nein. Glocken suchen wir auch. Ich meine, ich habe zwei, aber spielt ja keine Rolle. Weil das sind hier keine Glocken. Ich habe hier die zwei, oder? Ach doch, Tatsache. Warum hat er die denn für nicht angenommen? Verstehe ich nicht. Walnuss zwischen den Glöckchen links. Hier zwischen die Glocken, die ich gerade... Nein. Das sind keine Walnüsse. Nein. Hier? Nein. Es ist zwar ein bisschen unhöflich, aber heute werde ich mal im Stream was essen. Warte mal. Entschuldigung. Glocken, Sascha, nicht Glöckchen. Da stand nur Glocken. Walnüsse und Fischgräte. Und der Flusskrebs, der fehlt uns auch noch. Ehrlich, ernsthaft, jetzt dieser bunte Flusskrebs hier oben. Boah, war der gut getarnt. Alter Schwede. Das ist keine Fischgräte, ne? Nee. Fufex, grüße dich erstmal. Willkommen zur Let's Play Live Show. So, Walnüsse unter dem Frosch und der Peperoni im Rand sind wohl die zwei Walnüsse, denke ich mal. Unter dem Frosch und der Peperoni im Rand. Das hier meinst du? Nein, das sind keine Walnüsse. Das sind hier... nein, das geht nicht. Nee, aber guter Tipp. Habe ich auch schon gedacht, aber ist es nicht. Verdammt. Da sind sie. Ha, unterm Totenkopf waren sie gewesen. Jetzt fehlt uns nur noch die Fischgräte. Oder Fischgräten. Ist ja wieder die Mehrzahl, da weiß man ja wieder nicht. Meinen sie nur eine, meinen sie zwei? Da ist sie. Ha, du hast einen nützlichen Gegenstand gefunden. Hölzerner Arm. Ich glaube, ich weiß, wo wir damit hin können. Das probieren wir direkt mal aus. Jawohl, läuft. So. Hölzerner Arm. Ich bin mir sicher, ich habe eine ähnliche Statue zuvor schon gesehen. Ja, hallo, das Bild ist hier. So. Ist das richtig? Ach so. Wow, wir kriegen toll eine Münze, um eine Geschichte zu hören. Ganz toll. Okay, jetzt sind wir hiermit auch fertig. Mit Hilfe des Leuchtturms ist die Augenhöhle nun heller erleuchtet. Ach so, das war, was wir da drauf gestrahlt haben. Ja, dann können wir ja jetzt eigentlich... Ist es hier dann gewesen? Nein. Wo haben wir hier noch irgendwas zu machen? Ich guck vorsichtshalber nochmal. Ne, hier haben wir eigentlich alles soweit abgegrast. Dann können wir zurück und zwar hier lang. Hier war eigentlich auch alles, ne? Das haben wir schon gelesen, das haben wir auch schon geguckt. So, wir haben jetzt eine Totenkopfschlüssel und eine Piratenkette. Mit dem Totenkopfschlüssel, der geht bestimmt hier rein, oder?